Lass uns mal gerade an diesen Tagen von der Energie sehr, sehr gut und sehr positiv. Da können wir sehr viel miteinander tun. Was die Themen der Jenseitskontakte, der verstorbenen Kontakte angeht. Des Weiteren werden der Hafendörfer und ich natürlich auch im November wieder Rückführungen anbieten. Und dafür die Termine findet ihr im Link unten hier im Beschreibungstext. Einfach mal draufklicken. Die Termine für die privaten Rückführungen, die sind immer zwei Samstage im Monat. Und wenn ihr sagt, nee, ich will das aber lieber per Video haben, da könnt ihr individuell einen Termin absprechen. Da müsst ihr nicht auf die Termine achten, die dort stehen, sondern da können wir ganz individuell miteinander kommunizieren. Und dann finden wir auch einen Termin für eine persönliche Rückführung. Aber jetzt kommen wir zu deinem persönlichen Reading und ich frage Erzengel Michael, was er dir mitzuteilen hat. So, nun kommen wir zu deiner Auflösung allmählich. Du triffst nun eine Entscheidung einfach aus dem Herzen heraus. Möchtest du diesen Engel? Das ist Möglichkeit A. Dieser Engel ist Nummer A für dich. Möchtest du diesen orangen Kalzit, diesen Stein, diesen wunderschönen Edelstein? Das ist Möglichkeit B. Oder möchtest du Möglichkeit C, diesen Engel, hinter dem sich Möglichkeit C für dich verbirgt. Die Karten sind gemischt und du darfst nun wählen aus Möglichkeit A, B oder C, um deine Botschaft und dein persönliches Gebet von Erzengel Michael für den Monat November zu erhalten. Und du triffst deine Entscheidung aus dem Herzen heraus, jetzt. Doch bevor wir zu deiner Auflösung für den Monat November kommen, noch ein kleiner Hinweis. Nadja Hafendörfer und ich sind ja, wie du weißt, in Brecken in unserer Praxis oder auch per Video gerne für dich da und wir bieten Rückführungen an. Wir haben unser eigenes System entwickelt, womit wir dich zurückführen können in ein früheres Leben und gleichzeitig alle Aspekte, die im Ungleichgewicht sind, in die Heilung bringen können. Viele Menschen haben das schon erlebt bei uns und gehen glücklich, verjüngt und mit einem neuen Lebensgefühl daraus. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir aus der Behandlung rauskommen und sehen, was da bei den Menschen passiert, was, wie die Menschen es erleben und mit welcher Kraft und Power sie aus einer Rückführung herausgehen. Wie gesagt, wir können die Rückführung sowohl als Privattermin wie auch in einer Videokonferenz zu dritt, eben Nadja Hafendörfer, ich und du, miteinander durchführen. Alles kein Problem, ganz wie du magst. Wenn du sagst, ich möchte nach Bretten in die Praxis kommen, ich möchte es persönlich haben, dann kommst du zu uns in die Praxis. Und wenn du sagst, ich möchte es lieber per Videokonferenz, ist mir vielleicht so weit weg oder sonst wie, alles ist möglich, per Video genauso möglich. Einfach mal hier unten auf den Link klicken, da wo Rückführung steht. Es gibt hier den Link direkt zu unserer Rückführung und deinen Termin buchen. Für diejenigen, die sagen, ich möchte es privat, da geht es immer nur zu den vorgegebenen Terminen, die auf der Website stehen. Das sind jeweils zwei Samstage im Monat. Wenn man sagt, ich möchte es per Video, sind die Termine natürlich individueller zu wählen. Wir freuen uns in jedem Fall auf euch und mit euch arbeiten zu dürfen, mit dir arbeiten zu dürfen. Darauf freuen wir uns. Wenn du Fragen an die Engel hast, hier einfach allgemeine Fragen stellen möchtest, zu meiner Arbeit, zu den Engeln, einfach hier unten in die Kommentare reinschreiben. Wir freuen uns. Diejenigen, die sich für Möglichkeit entschieden haben, haben sich bereits entschieden, glücklich zu sein. Beziehungsweise der Erzengel Michael sagt dir, entscheide dich dafür, glücklich zu sein. Und dafür wollen wir gemeinsam mal im Kollektiv für alle, die A gewählt haben, beten. Und wir danken Erzengel Michael, dass er all diesen Menschen da draußen jetzt hilft, ihr Herz für Glück, Freude und Wonne zu öffnen und einfach mal Spaß zu haben und die Freude in ihrem Leben zu integrieren. Wir wollen darum bitten, wir senden Erzengel Michael zu all den Personen, die sich für A entschieden haben, damit
die Möglichkeit, alle Potenziale des Glücklichseins jetzt geweckt und gelebt werden können. Dafür, so ist es. Amen. Wenn du noch mehr für dich tun möchtest, dann komm doch einfach, gönn dir eine persönliche Beratung bei mir, gerne auch per Videoberatung, www.udo-goldmann.de beziehungsweise einfach mal hier unten auf den Link klicken. Da kommst du direkt zu meinen Beratungen und ich freue mich, dich demnächst willkommen zu heißen in einer persönlichen Lebensberatung. Diejenigen, die sich für Möglichkeit B entschieden haben, tragen noch Schuldgefühle in sich drin und sollten diese auflösen. Dringend notwendig, dass ihr schon eure Schuldgefühle und alle Ideen von Schuld mal hinter euch lasst. Das ist ganz wichtig, das einfach mal loslassen, einfach mal hinter euch lassen. Und auch dafür wollen wir beten. Lieber Gott, liebe Engel, liebe Erzengel Michael, und wir danken euch jetzt schon, dass ihr zu all jenen, die sich für Möglichkeit B entschieden haben, geht und ihnen helfen und ihnen dabei hilft, alle Gefühle von Schuld, sich selbst und anderen Menschen gegenüber aufzulösen. Für dich wäre eine Rückführung super geeignet. Findest du auch hier unten mal den Link zu den Rückführungen. Melde dich an, wir haben im November auch noch Termine frei, dass du dabei sein kannst und dir eine persönliche Rückführung bei Nadja Hafendörfer und mir in Bretten gönnen kannst. Diese Rückführung können wir auch gerne per Videokonferenz live für dich durchführen. Einfach mal draufklicken auf den Link, reinschauen und dir deine persönliche Rückführung bei uns abholen. Wir freuen uns auf dich. Diejenigen, die sich für Möglichkeit C entschieden haben, sollten sich ein wenig mehr schützen. Ihr seid sehr sensitiv, ihr seid sehr empfindsam für die Energien hier überall um euch herum. Ihr saugt auch die Energien anderer Menschen gerne mal auf und sollten immer besser auf euren Schutz achten, Erzengel Michael darum bitten. Wie das funktioniert, wie ihr euch genau schützen könnt, verrate ich euch auch gerne in einem persönlichen Gespräch, weil das müssen wir uns immer individuell angucken, was ist für euch wichtig. Und da können wir gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch mal drauf schauen, was könnt ihr tun, um euch besser zu schützen. Aber jetzt wollen wir erstmal auch für die Menschen die Möglichkeit C gewählt haben, beten und wir rufen Gott, Erzengel Michael, an deine Seite, für dich, der du Möglichkeit C gewählt hast, und bitten darum, dich, dein Zuhause, deine Lieben und alles, was dich umgibt und alles, was dir lieb ist und dir am Herzen liegt, in einem violetten Schutzschild einzuhüllen, sodass nur Energien von Gottes Licht und Liebe und die deinem höheren Selbst entsprechend zu dir durchdringen können und alles andere ferngehalten wird. So ist es.